Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Das war jetzt Herr Krüger, der gesagt hat, ich muss mal feststellen, dass der Senat sich regelmäßig bemüht. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann man so sehen. Und wer sich mit dem Arbeitszeugnis auskennt, weiß, wenn jemand so einen Satz im Arbeitszeugnis hat, wird er keinen Job mehr finden. Ja, Herr Krüger, ich finde auch, auf dieser Seite könnte viel mehr gemacht werden. Wohnungslosigkeit, das konnten wir alle erfahren bei der Anhörung, die wir im März hatten. Wohnungslosigkeit in dieser Stadt, da liegt vieles im Argen. Und da haben uns die Anzuhörenden viele Vorschläge gemacht, umfassende Maßnahmen vorgestellt, die eigentlich angepackt werden müssten. Aber schade, schade, offensichtlich hat der Senat einen anderen Schwerpunkt und der lautet Unterbringung zuallererst in ASOG-Einrichtungen. Und das, liebe Kollegin Radziwill, wollte ich noch mal kurz betonen, Unterbringung in ASOG-Einrichtungen, auch das wurde auf der Anhörung gesagt, hat noch mal das besondere Problem, dass viele Menschen, die dort untergebracht sind, da auch gar nicht mehr so schnell rausfinden. Und deshalb, wenn man sagt, alle sollen jetzt in die ASOG-Einrichtung gehen, ich wollte hier noch mal betonen, dass ich das grundsätzlich falsch und ausgesprochen problematisch finde. Aber wenn das der Schwerpunkt dieser Koalition ist und wenn die Menschen da auch so lange drin sein müssen, ist der Antrag der Piraten die logische Konsequenz aus dieser Politik, wenn die Menschen massenhaft in ASOG-Einrichtungen gehen, wenn die Menschen dort verbleiben müssen, dann brauchen wir völlig andere Mindeststandards. Herr Krüger, ja, da gibt es Standards, aber es geht ja auch darum, um andere Mindeststandards, also weitergehende Mindeststandards. Herr Spieß hat die ja gesagt. Und übrigens, wo es keine Standards gibt, auch das wurde uns lang und breit in der Anhörung erklärt, wo es gar keine Standards gibt. Das ist ja, was das Personal angeht. Ich zitiere jetzt mal jemand von den Anzuhörenden, der gesagt hat oder die gesagt hat, ob nun ein Sicherheitsdienst unten vor der Tür steht oder ob die Menschen Ansprechpartner vor Ort antreffen, um unterstützt zu werden und um die Obdachlosenunterkunft perspektivisch irgendwann eines Tages verlassen zu können, ist nicht definiert. Das ist auf den Punkt gebracht. Und das, finde ich, meine Damen und Herren, muss sich ändern. Und deshalb unterstützen wir den Antrag der Piraten, der uns hier vorliegt, weil er würde erstmal Verbesserungen bringen in den Einrichtungen, in denen die meisten Menschen untergebracht sind. Und 60% dieser Einrichtungen sind private Einrichtungen. Und ganz viele dieser Einrichtungen können schalten und walten, wie sie wollen, weil es keine Verträge gibt. Und das wird mir immer ein Rätsel sein, warum man keine Verträge macht, wenn man Einrichtungen hat. Das sollte sich ändern. Ich stimme Frau Radziwill zu. Auch uns fehlen zwei Punkte in diesem Antrag. Das eine hat Frau Radziwill angesprochen. Immer mehr Frauen werden wohnungslos und es gibt für sie kein ausreichendes Angebot. Und diese Frauen brauchen einfach besondere Schutzräume und sie brauchen besondere Unterbringungsmöglichkeiten, auch um vor Gewalt und Übergriffen geschützt zu werden, denen sie massenhaft ausgesetzt sind. Und es gibt einen zweiten Grund. Auch die Anzahl der Menschen mit Migrationshintergrund, die wohnungslos werden, nimmt zu. Und auch in diesem Bereich brauchen wir eine interkulturelle Öffnung. Hier gibt es gar kein Angebot für diese Menschen. Und diese interkulturelle Öffnung muss sich nicht nur auf die Räumlichkeiten und die Unterbringung selbst beziehen, sondern diese interkulturelle Öffnung muss natürlich auch entsprechende Anforderungen an das Personal festlegen, was denn hoffentlich auch demnächst klar definiert wird, was diese Anforderungen insgesamt sind. Und dann wären wir zumindest einen kleinen, aber doch nicht unwichtigen Schritt weiter.